Ich bin froh, dass wir endlich überhaupt ein Berufsanerkennungsgesetz in Deutschland haben. Mein Gott, war das lange überfällig. Es wird schon unheimlich viel bringen, wenn man sich an das hält, was drinsteht, nämlich Anerkennung nach 3 Monaten. Im Durchschnitt sind es derzeit 7 Monate. 3 Monate wären ganz gut, 7 sind viel zu lang. Deshalb zackige Anerkennung. Und da muss man nicht so sehr mit deutscher bürokratischer Gründlichkeit drauf gucken, dass es tatsächlich gleichartig ist, sondern dass es gleichwertig ist, dass jemand Kompetenzen und Qualifikationen mitbringt, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt dann eben auch gefragt sind und Chancen haben. Und deswegen mir sehr wichtig, da wo noch was fehlt, da kann man auch weiter qualifizieren. Und ansonsten haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass diese Anerkennungsverfahren günstiger werden müssen. Es gibt Einzelne, das ist nicht nur ein dreistelliger Betrag, sondern sogar ein vierstelliger, der bezahlt werden muss, damit überhaupt die Kompetenzen aus dem Ausland anerkannt werden. Das halte ich für skandalös, weil das kann der syrische Flüchtling man nicht so eben hinblättern. Deshalb da auch die Kosten zu senken, den Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig bei der Qualität keine Abstriche machen, das muss man zusammenbringen und das muss schneller gehen.